F5 war das, ja. Ich hasse Gravel. So, da haben wir einen Screenshot gemacht, noch schnell. Also, wer mich jetzt sieht, der hält mich für bekloppt. Ich fahre über Land mit einem Boot und einer Kuh hinten drin. Warum hast du sie nicht bis zum Boot hingezogen? Nur weil ich das Kleid Auto mache, damit die allgemein schon am Boot sitzt. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Wenn ich dort bin, ich habe vergessen, die scheiß Plattform zu erweitern, wo ich die drauf ziehe. Muss ich noch mehr Dreck mitnehmen. Und einen Ofen wollte ich mitnehmen. Damit ich mir einen Schwamm wieder brennen kann. So, jetzt habe ich alles. Türchen zu. Los, Milchbubi! Jetzt ist die Frage, greifen die auch Landlebewesen an? Ich weiß nur, dass die Squids angreifen. Keine Ahnung. Weil sonst würde ich mit dem Boot direkt da ranfahren. Aber wenn sie die angreifen, dann muss ich die Kuh erstmal außerhalb parken. Ah, das ist wieder so ein Punkt jetzt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ansonsten muss ich mir noch eine klauen kommen. Ja. Es dient einem guten Zweck. Das juckt die Kuh herzlich wenig, wenn du die durch den Ozean schleifst und der sagst, es dient einem guten Zweck. Nee, ich denke mal, das wird die Viecher wenig jucken, wenn die Kuh stirbt durch die. Ich versuche es jetzt einfach, ich fahre bis ran und ich habe ja Dirt, den kann ich sofort platzieren. Dass ich das Boot erstmal einbaue. Da ist er. Eigentlich, die müssten jetzt die Spawns sein. Nee, da ist der erste, da ist der zweite, da ist der dritte. Vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, leckt mich am A, B, C, D, E. Ja, ha, ha, ha. Ihr Arschgeigen, ich hab das gesehen, ihr wolltet mich angreifen. Ich hab eigentlich genug Dirt dabei. So, was ich jetzt hier mache, ist totaler Bullshit. Aber ich hoffe, es bringt was. Ich hoffe, das bringt was. Delfine werden ja auch nie angegriffen von den Viechern. Ey, ich baue hier gerade quer übers Wasser einfach eine zweispurige Dirtbrücke. Von der Erdinsel aus. Noch schlechter kann man kein Minecraft spielen. Oh shit, hier kommen sie schon. Die können mich trotzdem noch hitten. Nicht gut.
gar nicht gut, gar nicht gut. Gucken, bis wohin ich komme. Ah, das letzte sieht gut aus. Jetzt habe ich die Abbaulähmung. Aber ich will ja gerade nichts abbauen. Und jetzt sehen Sie mich. So. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Geh wieder unter Wasser, wo du hingehörst. So. Ja, ich bin gleich da. Yep, ich bin da. Fackeln habe ich hier, die brauche ich gleich. Nein! Was nein? Der Ertrunkene hat mit seinem Trident die Kuh gekillt! Also ich muss schon sagen, das ist echt viel Pech. Er hat nicht mal Trident gedroppt, der Wichser! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Und hier auf der Scheißinsel spawnt keine Kühe. Kommt ihr Kackmobs, könntest du eventuell schlafen oder geht das gerade nicht? Schlecht, ich bin in der Mine. Shit. Ich bin auf dem Rückweg, also ich sollte irgendwann jetzt demnächst wieder rauskommen. Ich habe jetzt versucht, die komplette Insel hier einmal auszuleuchten, dass keine Mobs mehr spawnen, sondern vielleicht mal ein paar friedliche Tiere.
Aber bis das passiert, können ja auch Monate vergehen. Habe ich mir extra so einen schönen Dirtweg übers Wasser gemacht. Toll. Du kannst ja nochmal versuchen. Oh, das ärgert mich so hart gerade. Müsste jetzt komplett ausgeleuchtet sein. Scheiß Skelett, ich klatsche dich auch noch. So, jetzt bist du im Wasser, tschüss. Also da drüben spawnen keine Kühe. Das heißt, ich müsste darüber zur Insel mal pimmeln. Na, Trunkner hat nichts in der Hand. Tschüssikowski. Namen. Ein paar Mobs. Aber keine Kuh. War so arschklar, dass ich wieder nicht das Glück habe, dass ich mein Tier finde. Oh Mann, warum? Hat der Ei gerade so ein Pech? So viel Pech hast du gar nicht. Es geht immer schlimmer, könnte sterben, dein Zeug verlieren. Und. Ja, aber trotzdem, das ist doch. Das ist gerade ein richtiger Abfuck-Moment. Und auf keiner Insel spawnt man irgendwie eine Kuh. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe extra vorsichtshalber die Leine noch mitgenommen. So keinen Bock noch mal hier mit zu gurken. Das kann doch nicht wahr sein. Fahren wir nochmal zur anderen Insel. Das war oben so eine kleine Popelinsel. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis eine Kuh spawnt. Solange du in der Nähe bist, schon mal gar nicht. Also auf der Insel bin ich schon mal überhaupt nicht. Ich fahre gerade die ganzen anderen Inseln ab, die ich so weitestgehend finde. Und sonst kann das doch eigentlich schon recht lange dauern. War der tolle Plan umsonst bis jetzt. Ich habe schon wieder einen Ersoffenen gehört.
finde hier halt auch gerade keine weitere Insel mehr in der Umgebung. Mhm. Das ist genauso ein Beschiss. Wir haben eine richtige Kackecke gefunden. Ich sag mal so, wenn du dir den Spot ausgesucht hättest, wo wir vorher gewesen wären, also wo der normale Hauptspawn wäre, das wäre mitten in dem Dschungel. Den würde ich mittlerweile sogar vorziehen, um ehrlich zu sein. Da hätte ich wenigstens Pandas. Warum hattest du ihn eigentlich nicht ausgewählt? Weil das für mich in den Augen scheiße war. Na gut, aber ich muss schon sagen, du hast es verschlimmert besser. Größtenteils. Oh, hier ist mein Bett. Ich weiß, auf welcher Insel ich gerade bin. Das baue ich gleich mal ab und nehme es mit. Falls du wieder unter Tage bist, dass ich da mal schnell Tag machen kann. Ich bin wieder oben. Ich weiß gerade, wo ich auch bin. In so einem wunderschönen Gebiet, wo ein Villagerdorf ist und ganz viel Schnee. Hier müsste es doch jetzt aber kühl geben. Eine einzige verfickte Kuh will ich schon haben. Nur eine einzige. Nur eine einzige. Da ist das Villagerdorf. Gab's bei euch Kühe? Da ist eine Mumu. Da ist ein Golem. Ja, ein Hase, aber keine einzige Kuh. Was ist eine Mumu? Katze, Muschi. Oh Mann, ey. Aber, ach nee, Ofen habe ich. Ich habe ja Cobblestone dabei. Ja, aber, ey, das kann doch nicht sein. Hier ist ein Eisbär. Keine einzige Kuh. Das ist wie in der ersten Folge, der Kampf mit der Kuh. Aber im Schneegebiet findest du auch kaum welche. Hier müssen aber trotzdem welche rumpümmeln. Ich sag nur, dass du dort weniger findest als normal. Nicht, dass es dort keine gibt. Hier kommen Berge. Da müsste es auf jeden Fall welche geben. Hier ist ja auch schon wieder fast irgendwo der Pillager-Turm, den wir gefunden hatten. Oh Mann, gib mir eine Kuh. Und ich rede nicht von meiner Ex. Ich kann mir vorstellen, ich finde dann den Weg zum Tempel nicht mehr, wenn ich eine Kuh gefunden habe. Hast du dir die Cords nicht aufgeschrieben? Nö. Also ich weiß, wo du von zu Hause ich hinkommst. Weiß ungefähr, wo er ist. Der war gerade eben noch in meiner Rückenlage. Jetzt ist er Frontlage. Wir ziehen jetzt doch mit Norden, Süden, Westen los. Nee. Weil ich F3 jetzt nicht anmache. Wenn ich sage, gerade eben war es in meiner Rückenlage, dann warst du von mir aus gesehen hinter mir. Und Front ist ja vorne. Warum sagst du Rückenlage und Front? Warum nicht Front und Heck oder Rücken und vorne? Weil mir das Heck nicht eingefallen ist. Boah, ich krieg das Kotzen. Ich krieg grad das Kotzen. Keine einzige Kuh gefunden! Thank you.
Wann kommen die ersten Inseln? Ich wäre bereit für die Insel. Hallo? Ach du Scheiße. Da ist einer. Also ich habe ein paar Stacks Holz jetzt. Ja. Und hab keine Setzlinge, logischerweise. Die Insel hier sagt mir gerade gar nichts. Ey, weh, ich hab mich jetzt echt verfahren. Wie ich dich kenne, passiert das gerne mal. Die Insel sagt mir aber auch gerade nichts. Hier ist ein Nadelwald. Hä? Boah, ich wollte doch Setzlinge holen, nicht. Da ist ein Schaf. Das heißt, hier gibt's auch Kühe. Scheiß verfickter Delfin, ey. Der wollte ernsthaft mein Boot wegschubsen. Der will doch bloß spielen. Fällt aus. Hier ist schon einer mit einem Dreizack schon wieder. Der wird voll geklatscht. Wie viele von den Viechern hier auf immer wieder sind. Kein gedroppt, schade. Alter, ich hatte schon wieder eine Horde an Trunkner hinter mir. Scheiße, ich habe mich halt echt verfahren. So, jetzt bin ich gerade auf dem Festland, da höre ich eine Sau. Sie ist im Boot. So, wo war der Tempel? Scheiße. In der Zeit hättest du noch 100 Mal zurück nach Hause fahren können. Ich bin ganz nah bei uns. Ich bin bei minus 8800, 6000. Was? Das heißt, der muss irgendwo bei minus 9500 sein. Dann also in diese Richtung. Da war ich gerade wohl auf der Rückseite. Nee, kann gar nicht sein, auf der Rückseite von uns. Nee, da hättest du einen Riesenbogen fahren müssen. Hä? Ich blick halt jetzt gerade selber nicht mehr durch. Warte mal, das ist die Rückseite von uns. Da oben brennt's nämlich. Das heißt, ich muss da lang, zum Sonnenuntergang. Oh Gott. Das heißt, die Folge heißt die Suche nach der Kuh.
Geil. Mal ganz kurz keinen Tag machen, wenn es geht. Da sehe ich wenigstens den Weg und die Insel, weil ich die ja komplett ausgeleuchtet habe. Du hast den Weg ausgeleuchtet? Ja, na, ich habe einen Weg von der Insel zum Unterwassertempel gebaut. Mhm. Auf Wasserhöhe. So, da ist eine Insel mit Bäumen. Da es da aber nicht hoch geht, sondern die eher eben ist, müsste ich in die Richtung gucken. Und jetzt müsste hier eigentlich gleich eine erhöhte Insel kommen. Da ist das unter... Ja, da ist die Insel. Die erkenne ich sofort, die sieht nämlich aus wie ein Schuh und da ist mein Weg, du kannst gern Tag machen. Das lasse ich mir nicht zahlen. Ansonsten mache ich gleich, weil dann habe ich meinen Spawnpunkt erstmal hier auf der Insel. Ich bin nämlich gerade angekommen. So. Oh, toll. Ich habe nämlich meinen Spawnpunkt hier an der Insel jetzt. Das gefällt mir. Muku, komm mit. Ich brauche dich hier hinten. Komm. Ich will dich jetzt wenigstens noch dahin schaffen. Komm mit, du blöde Kuh. Sei nicht so störrisch wie eine Frau. Kommst du da vom Rand runter? Bist du lebensmüde? Nein! Bist du lebensmüde, Eik? Kommst du aus dem Wasser raus? Hast du die Kuh jetzt Eik getauft? Nee, mich. Ich bin gerade ins Wasser geplumpst. Genau. Nein! Sag bloß, es reicht. Der Weg reicht nicht aus. Oh, wenn die Kuh jetzt stirbt, dann wissen wir, die wird von den Viechern angegriffen. Komm hier rein. Hihi, sie ist im Loch. Ich hab sie gleich unten im Tempel. Ey, Kuh, beweg dich. Jetzt dreht sich das Mist viel ernsthaft. Die Kuh ist halt wirklich gerade im Tempel. Meine liebe Kuh, ich taufe dich auf den Namen Lebensmüde. So, zwei Kisten hier unten setzen. Erst einmal das rein, die Werkbank setzen und schnell ein paar Öfen machen. Da. So. Jetzt habe ich hier einen Eimer Wasser, warum auch immer. So, ganz schnell die Türen hier abreißen. Das war's dann schon wieder. Oh. Ich erlaube dir hier unten zu machen, was du willst. Solange du überlebst. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier wegfahre, wie spawnt die Kuh? Kann passieren.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber kann passieren. Ich hasse die Abbaulähmung, ey. Die Viecher sollen hier alle verrecken.